Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tango Logistics Simulator hier in, ja, keine Ahnung, was das hier für eine Stadt ist, keine Ahnung. Ja, wir brauchen noch Geld für unseren amerikanischen LKW, aber ich will mal ganz kurz was schauen. Kann man das hier irgendwie noch irgendwas leiser machen? Das geht mir voll auf den Nerv. Wo haben wir denn hier? Warte mal. Allgemeine Option, Verkehrsdichte. Das irgendwo muss man das so ein bisschen leiser stellen können. Audio-Lautstärke hier. So, machen wir mal so. Und übernehmen das mal. Vielleicht ist es ein bisschen besser. So, okay, was haben wir denn hier? Wir brauchen Geld. Wir brauchen viel Geld und wir kriegen hier wenig Geld. Für sehr viel fahren. Da bin ich ehrlich, sage ich mal ganz knallhart nein. Fahren wir nochmal drauf, gucken wir mal. Kriegen wir jetzt mehr Geld? Nö. Gut, dann habe ich eine andere. Nee, halt. Dann habe ich eine andere Frage. Wo haben wir hier die nächste Baugeschichte? Ich würde sagen, den Berg da hoch. Fahren wir da mal hin. Weil, nö, das ist zu wenig. Also 10.000 sollten es ja schon sein. Ne? Wir brauchen halt die Kohle für den LKW. Ich meine, ich könnte den LKW theoretisch kaufen. Ich habe gesehen, der kostet gar nicht 149 oder sowas, sondern nur 114.500. Das Geld hätten wir. Wir haben 116.000. Also, sagen wir so, ein kleines Polster sollten wir vielleicht doch haben. Anstatt nur 2000. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man den kalibriert, damit Scheinwerfern und alles. Ist der dann, kostet das extra? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was Adäquates kriegen an Aufträgen. Na komm, fahr. Müssen wir zwar wieder einladen, aber ist egal. Oder wir könnten eine Baumaschine fahren, das geht auch. So, was kriegen wir denn hier? Ja, wow. Boah, das ist immer ganz beschissenes Kino. Echt jetzt? Wo musst du das denn hinfahren? Da oben in den Steinbruch rein. Für 7. Hier müssen wir nur 800 Meter weiterfahren. Komm, wir nehmen den hier, scheiß drauf. Alter, ist richtig traurig, die Nummer, ey. Ist ja mal übelst traurig. Haben wir schon mal so einen Bagger transportiert? Stehen. Okay, das war's auch schon. Ja, da ging das Aufladen relativ zügig. So, komm, einmal ran hier. Zack, so, und Abfahrt. Wo kommen wir vom Hof? Da. Und go. Ja, das sieht ja auch nice aus, ne? Ups. Auch ein ganz nicer Transport. So, okay, warte mal, wie sieht es mit Sprit aus? Sprit ist noch okay. Das passt noch. Dann nehmen wir jetzt hier die knappen 7000 mit für 6000, für 6 Kilometer. Passt schon, vielleicht kriegen wir dann da irgendwo was Besseres. Also die Angebote an Aufträgen waren ja jetzt schon echt gut traurig, ne? Das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt, ey.
einmal hier rum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Fahrzeuge auf die Blinker reagieren. Kann sein, dass ich mir das einbilde, weiß ich nicht. Manchmal wirkt das so. Aber ich muss mal hier rüber. Wir halten uns mal hier ein bisschen an die Verkehrsregeln, ne? Sonst ballern wir ja einfach hier nur so durch. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Was mich ein bisschen freuen würde, wenn hier so ein kleines bisschen mehr Leben noch auf der Map stattfinden würde. Also in Form von, was weiß ich, Fußgängern oder keine Ahnung. Die Map, die, also so ist das Spiel eigentlich ganz nice gemacht, definitiv. Map wirkt ein bisschen tot, muss man dazu sagen. Also ein bisschen mehr Leben könnte da schon rein. Und ja, keine Ahnung, ich sag mal so, viel haben wir jetzt auch nicht mehr hier zu erledigen, ne? Also wir holen uns jetzt noch den amerikanischen LKW. Und dann geht's noch auf den Monster Truck. Nur der Monster Truck, das wird lange dauern. Ne? Der kostet ja 300.000 irgendwas. Also, da werde ich wahrscheinlich nicht dann nur Transport-Videos machen. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt. Wir fahren ja auch dann nur hier immer von A nach B. Ne? So, zack, ab dafür. Wie ihr hören könnt, ich bin auch komplett erkältet. Von daher, wenn ich da so ein bisschen mich rotzig anhöre, ja, sorry. So, dann kacheln wir jetzt mal hier den Radlader darüber. So, der Cut war jetzt auch meiner Erkältung geschuldet. Sorry. Ah, hier kann man eigentlich ganz gut fahren, ne? Ich meine, wir könnten ja auch mal wieder onward fahren. Warum nicht? Wobei, warte, jetzt muss ich hier. Ziemlich eng die Nummer. Oh! Okay, das geht so schnell nicht. So schnell lenkt er dann nicht. Naja, aber ein Versuch wert, ne? Wir müssten auch noch mal in der Werkstatt vorbeifahren, mal gucken, was das jetzt kann. So, okay, und da sind wir auch schon am Steinbruch angekommen. Quasi. Wir müssen nur noch hier die Straße rauf und dann sind wir auch schon da. Also quasi hier hinter dem Berg. Okay, der war knapp. Was man nicht alles so für einen Screenshot tut. So, dann wollen wir hier mal hoch. Na, komm, zieh. Jawohl. Okay, und dann sind wir auch. So, jetzt holen wir diesmal aber nicht so weit aus, dass wir hier wieder den übelsten Frontalcrash am Start haben. Na komm, fahr. LKW im Steinbruch, ja, das passt, ne?
So, okay, dann machen wir Scheinwerfer an. Und dann fahren wir einmal darunter. Ja, dann können wir direkt mal gucken. Ich glaube, wir können ja hier auch noch mal wieder einen Auftrag annehmen, oder? Schön wäre es auf jeden Fall. Wir brauchen mal wieder irgendwas, wo wir echt ein paar Credits mehr verdienen. Wäre schon nicht verkehrt. So, da sind wir auch. Das gute Stück mal hier vorne irgendwo abladen. Einmal hier rum. Und einmal hier rum. Ne, warte, wo müssen wir hin? Doch, da hinten. So, hä, warte mal, wo? Hä, was ist denn die Ladezone hier? Oh, Vorsicht, Laterne. Wo muss ich denn? Mich verarschen. Jetzt sag mir nicht, ich hätte jetzt einmal komplett hier außen rumfahren können. Ne? War ja voll die Slalom-Tour. Warte mal, wo ist denn hier der Abladeort? Jetzt sagt mir nicht hier oben drauf. Doch, da oben ist er. Sehen. Ja, moin. Komm schon hin. Okay, hier sind wir noch nie hingefahren, ne? So, Moment, wie komme ich denn da? Gute Frage, nächste Frage. Also da bin ich ja noch gar nicht gewesen. Ich muss irgendwie dahin. So, Moment, wir fahren mal hier rum. Folgen mal hier dem Weg eben. Wir müssen ja irgendwie darauf kommen. Aber so entferne ich mich doch immer weiter. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Da war ich ja noch nie. Ah, hier. Okay, wir haben es gefunden. Ja, gut zu wissen. Auf jeden Fall. So, okay, wir haben den Abladeort gefunden. Es war jetzt schon dunkel, aber wir haben es dann doch geschafft. Moment. So, eben schnell ordentlich einparken hier. Auch wenn es jetzt schon richtig hart dunkel wird hier. Okay, alles klar. 6.991 Credits. Ja gut, die Stelle hier zu finden, das war jetzt eine schwere Geburt. Aber gut, passiert. So, warte mal. Oh, ich rolle zurück. Da unten ist der Punkt. Toll, jetzt können wir wieder runterfahren. Dann fahren wir mal eben da runter und schauen mal, was wir da an Kohle machen. An Aufträgen kriegen. Also jetzt mit der Onboard-Ansicht sieht man nicht wirklich mehr, ne? So, warte, wo ist der Punkt jetzt hier? Da. Habe ich gefunden. Und dann schauen wir mal. So, was kriegen wir denn hier? Ah ja, hier. 10. Bauschutt. Sind wir auch knapp 10 Kilometer. Ne? Aber schon ganz schöne Ecke wieder zu fahren. Ja,
8 Kilometer, 9, das ist ein bisschen weniger, gibt aber auch, gut, nicht so viel weniger Geld. Dann fahren wir von da nach da oder für den fahren wir von da nach da oben. Wow. Das ist gleich in Grün, ne? Ja, komm, dann nehmen wir den hier. So, okay, alles klar. Ich sehe gar nichts. Kann man die? Dankeschön. So, dann wollen wir die Dinger mal eben schnell vor allen Dingen mal aufladen. Moment. Einmal das Ding nicht getroffen, also hier die Rampe nicht getroffen, ne? Schon hängst du da drin. Na komm. So, einmal parken, Dankeschön. Licht an. Schaufel hoch. Und dann müssen wir da rückwärts draufsetzen. Kann man also mal so nah dran, wenn man neu einsteigt. So, zack. Jawohl, steht. Und den letzten. Schaufel mal ein bisschen höher, damit wir mehr Licht haben. Na komm. Jawohl, steht, passt. Herrlich. Und ab dafür. Jawohl. Dann einmal andocken. Okay, Motor aus, wollte ich nicht. So, okay. Ach, wir sind direkt hier oben. Wir haben einen großen geliefert wahrscheinlich und nehmen die kleinen jetzt mit. Ja, ist auch okay. Das ist ja nicht verkehrt. Dann gucken wir mal. Wow, weiter. Voll die Hardcore-Drift-Show mit dem LKW. Kann man mal machen, ne? So, dann fahren wir den Auftrag noch und danach können wir uns dann mit einem kleinen Polster halt den neuen LKW kaufen. Aber so richtig die Hardcore-Kohle haben wir jetzt diesmal. Oh ja, gut, okay, jetzt waren hier 10.000 Aufträge, das ging dann. Aber davor, das war ja echt traurig. Warte mal, ich muss da runter. Ja, komm, fahr. So, Abfahrt. So, wir müssen wieder den Berg hier runter, dann irgendwie durch die City, Serpentinen und go. Kein Problem für uns. Alles für den neuen LKW. Eine Kilometeranzeige wäre noch ganz nice, damit man ungefähr weiß, so okay, jetzt gleich bist du da. Das wäre echt noch ganz cool, wenn es sowas geben würde. Oh, Vorsicht. Also für die Fahrstrecke. Wir fahren in den Morgengrauen. Wo lang? Hier. Oh, Vorsicht, Brücke.
Wow, Vorsicht, Begrenzung. Und ab dafür. Jawohl, sehr schön. Herrlich, wie das hier läuft. Oh, meine Nase, die nervt mich so an, Leute. Ihr glaubt es kaum. Richtig ätzend wieder, ey. Keine Ahnung, ich bin das wieder eingefallen. Ja gut, okay, bei dem Wetter kein Wunder, ne? So, hier kommt wieder diese widerliche Kreuzung. Also wieder aufpassen. Und wieder ab hier in die Berge rauf. Jawohl. Die altbekannte Strecke. Oh, jetzt sind wir wieder so ein Zaubermeister hier, ne? Der im Kreisverkehr nicht. Warum ist immer einer, der immer so hier im Kreisverkehr so rumschleicht? Oh, Vorsicht. Nicht so schnell. Ja, aber die Kreisverkehre könnten auch einen Ticken größer sein. Also gerade für diesen langen Ecke hier. Oh, Vorsicht. Das war nicht geplant. Also ich krieg meine LKW schon gut kaputt, ne? Muss man mal sagen. Einmal durchs Gemüse fahren. Jetzt schön hier durch die Berge wieder. Bis wir wieder zu den Serpentinen kommen. Da wieder irgendwo einer rumguckt, der da wieder in jeder Kurve bremst wie so ein Harry. Naja, Hauptsache, die Bagger hier kommen ordentlich an ihrem Zielort an. Das ist immer das Wichtigste, ne? Dass der Kunde zufrieden ist. So, dann wollen wir ja links abbiegen. Oder wieder in den Tunnel rein. Guck mal, da steht ganz link hinter dem Tunnel, ne? Schweine. Kommst aus dem Tunnel raus, Augen gewöhnen sich gerade wieder ans Licht. Bitch. Und schon haben sie dich. Man kennt es. Man kennt es. So. Jetzt kommen wir in die Serpentinen. Ah, siehst du, da haben wir wieder Autos vor uns. Scheiße. Die bremsen sich da wahrscheinlich jetzt wieder ein Wolf. Wobei, wenn wir so langsam hier hochkommen, dann geht's eigentlich. Und zieh rauf, jawohl. Nimm die Power. Ich habe auch gesehen, der eher amerikanische Eck wieder viel, viel größeren Tank. Das glaube ich, ist fast das doppelte an Tankvolumen als, oh, Vorsicht, als hier so ein LKW. Da ist schon ganz schön kräftig, ey.
muss er natürlich auch tiefer in die Tafel, in die Tasche greifen. Oh, Vorsicht. Na komm, fahr. Wenn er voll tankst, ne, dann wirst du da schon ein paar Euro los. So. Bitte lass jetzt keiner kommen. Jawohl, sehr schön, danke. Okay, hier im Kreisverkehr will gar keiner fahren. So. Perfekt. Kann ich einfach mal so durchrollen. Dankeschön. So, ihr dürft jetzt wieder. Ja, ja, ja. Und dann schon sind wir in der Stadt, wo wir auch abladen müssen. Herrlich. Ja, ging doch. Haben wir doch hier schön zwei Frachten noch mal gemacht. Guck mal an, ey. Zieht einfach durch, so was. Läuft bei dem. Und da ist auch schon die Baustelle. So, wo müssen wir hier rein? Jawohl. Herrlich. Und einmal abladen. Ah, da hinten. Dann können wir auch hier direkt wieder einen Auftrag annehmen, ne? Geil. Obwohl, ne, wir kaufen dann erstmal in der nächsten Folge den neuen LKW. Noch geiler. So, okay, alles klar. Dann setzen wir rein das Teil. Wie eine Profi, ne? Jawohl, oh, 6 Credits haben wir Frachtbeschädigung gehabt. Naja, gut. Was soll's. Ist halt so, ne? So, ja, herrlich. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Wir gucken, dass wir in der nächsten Folge dann hier endlich unseren neuen LKW kaufen. Und dann schauen wir mal, wie das Teil sich so fahren lässt. Ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, ciao.